Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 8. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder neue Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Sonos, Twitch, WhatsApp, WordPress, Nest, Microsoft, WikiLeaks und zuletzt um die Nintendo Switch. Wir beginnen bei Sonos. Rund um die Vorstellung neuer Sonos-Produkte gab es ja bereits einige Gerüchte. Sonos hat dann heute endlich quasi das Schweigen gebrochen und ein neues Produkt vorgestellt. Es geht mehr oder minder um eine Playbar, das Ganze heißt Sonos Play Base. Wie der Name schon sagt, es ist eben nicht nur mehr eine Bar, das gab es ja schon, sondern quasi eine Base, das heißt, ihr könnt es unter euer Fernsehgerät stellen. Sonos hat herausgefunden, dass 70% aller TV-Geräte Nutzer es auf ein Möbelstück stellen. Überraschung, das hätten sie vielleicht auch schon vorher wissen können. Letzten Endes, ja, eine neue Base von Sonos, um den Klang eures Fernsehers zu verbessern, kostet stolze 799 €. Technisch wieder mal ein kleines Wunderwerk, die Sonos-Boxen sind ja generell sehr gut, Achim und ich sitzen ja auch auf die. Im Endeffekt ist es ein Grill mit 43.000 Löchern, darin sind 10 Treiber verbaut, 6 Mittel-, 3 Hoch- und Tieftöner. Und das ganze System ist nur 58 mm hoch, dementsprechend, ja. Anschlusstechnisch wie immer relativ dünn das Ganze, ein LAN-Anschluss, ein optischer Audioausgang und ein Stromanschluss, das war's. Verfügbar sein soll das Ganze dann ab dem 4.4. Wir kommen zu Twitch. Twitch gehört ja mittlerweile mehr oder minder zur Amazon-Gruppe, da gibt es ja auch eine Kooperation, wo immer wieder kostenlose Spiele rausfallen, was ja ganz angenehm ist. Und jetzt hat Twitch ein neues Feature angekündigt, nennt sich Pulse oder Pulse. Im Endeffekt, ja, so eine Art Twitter-Klon, jetzt auch für Twitch mehr oder minder. Das heißt, Kanäle können irgendwie Ankündigungen, Streams, Links und so weiter direkt in einem Kanal quasi bündeln, den können die Nutzer dann lesen. Das Ganze ist zumindest laut jetzigen Stand oder laut dem Stand, mit dem starten sollen, mal einfach nur zeitbasiert. Das heißt, da wird keine Vorselektion getroffen. Ja, das war es im Endeffekt. Größter Unterschied zu Twitter. Es ist nicht zeichenbegrenzt. Mal schauen, wie Twitch Pulse ankommt. Wir kommen zu WhatsApp und WhatsApp bringt offensichtlich ein neues Feature, zumindest ist es jetzt in der WhatsApp-Beta aufgetaucht. Ihr sollt in Zukunft permanent euren Standort teilen können. Ihr könnt das aktuell ja quasi, indem ihr einfach euren Standort jemanden schickt. Aber für gewisse Nutzer soll es dann quasi möglich sein, dass ihr euren Standort permanent teilt. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Überwachung, auf der anderen Seite gibt es da ja vielleicht durchaus praktische Anwendungen in Familien zum Beispiel. Bisher waren da irgendwie andere Apps dafür notwendig, mit dem soll es dann dauerhaft gehen, ohne dass eben eine andere App dafür vernutzt werden muss. Wir kommen zu WordPress und da gibt es ein durchaus spannendes Feature. Da kam heute eine offizielle Kooperation mehr oder minder mit Google heraus, da gibt es jetzt eine neue Erweiterung dazu. Im Endeffekt ist es damit möglich, Beiträge direkt in Google Docs gemeinsam zu bearbeiten. Praktischer Vorteil, wenn ihr mit jemandem einen Artikel in eurem WordPress bearbeiten wollt, kann der das da direkt quasi in Google Docs machen, bekommt sonst keine großartigen Zugriffe für euer WordPress und das Ganze wird automatisch zu einem WordPress-Entwurf übertragen. Ihr braucht dafür keinen Blog direkt bei WordPress.com haben, ihr braucht nur Jetpack aktiviert haben und die JSON-API offen und dann funktioniert das Ganze schon. Spannendes Feature, vor allem wenn ihr eben Kollaborationen in eurem Blog betreiben wollt. Kleiner Ausblick Richtung Nest oder kleines Update quasi in die Richtung der smarten Rauchmelder. Nest ist jetzt auch in der Lage, endlich eure, vor allem für Kameras wird das dann spannend natürlich, euer Netzwerk quasi oder euren Account mit 2-Wege-Authentifizierung zu nutzen bzw. halt zu sichern. Wir im GeekTalk postulieren ja immer Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Da ist Two-Factor natürlich ein großer Teil davon. Gerade wenn ich mir damit eine Outdoor- oder Indoor-Kamera absichern wollen würde, würde ich mir das sehr wünschen. In dem Sinne, Gott sei Dank, ist es endlich soweit. Zeit war's. Stichwort Zeit war's. Wir kommen zu Microsoft. Da kam jetzt heute die Info raus, dass nach einiger Zeit Testphase jetzt am 14. März weltweit Microsoft Teams starten wird. Teams ist quasi so ein bisschen, ja, die sagen wir mal Slack-Konkurrenz mehr oder minder. Und die soll jetzt eben am 14. März für alle verfügbar sein weltweit. Einziges Manko nach wie vor bleibt, dass man einen Office 365 Business Account haben muss. Dementsprechend für uns Privatnutzer wird es das leider nicht geben. Ja, was es bei Microsoft heute auch nicht gab, war Einloggen in die Konten, also gestern quasi. Falls ihr da ein Problem hattet, ihr wart nicht alleine, ganz im Gegenteil. Die Microsoft-Dienste fielen quasi mehr oder minder weltweit aus, zumindest für eine Stunde waren auf der ganzen Welt alle Microsoft-Dienste offline. Im Endeffekt betraf das vor allem Xbox, Skype, Outlook, aber auch so jede Menge andere Dienste in diese Richtung, auch OneDrive zum Beispiel, da ist es mir zum Beispiel aufgefallen. Ja, das Verwunderlichste war, dass im Endeffekt, wenn man sich einloggen wollte, die Info kam, dass der Account überhaupt nicht existiert.
Natürlich eine sehr unschöne Sache, war dann aber Gott sei Dank zumindest international nach einer Stunde behoben. Wir kommen zu WikiLeaks. Da ist es ja so mehr oder minder üblich, dass immer wieder mal eben Leaks nach draußen kommen. Und die ersten beschäftigen sich ja so ziemlich mit der NSA. Jetzt gibt es den nächsten Leak, das soll der größte der Geschichte sein. In erster Linie geht es jetzt um die CIA und das Ganze nennt sich Vault 7. Ja, 8671 Dokumente und Dateien sind aus Umfeld der CIA geleakt worden. Ja, worum geht's? Schwierige Geschichte im Endeffekt zeigt's halt mal mehr oder minder wieder, dass der Staat quasi durchaus in der Lage ist, überall einzubrechen, wo er das denn möchte. Windows, iOS, Android, Linux, macOS, alles kein Problem. Wir haben überall die passende Malware, die auch von Sicherheitsscannern quasi nicht entdeckt wird. Und im Endeffekt belegt es halt auch, dass die CIA fleißig Zero-Day-Lücken sammelt, also Lücken in Programmen, die man nicht so leicht schließen kann und damit quasi nicht hilft, die Software abzudichten, sondern ganz im Gegenteil Sicherheitslücken sammelt, um da in die Software wieder hineinzukommen. Ja, leider muss ich mit dementsprechend schlechten News in den Tag quasi entlassen. Die gute Nachricht, immerhin mehr als die Hälfte habt ihr quasi schon geschafft. Ja, insofern, wir hören uns morgen wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.